Das ist einfach sowas. Oh, ich muss mal mit Dalli machen. Wird sonst zu lang. Und ich denke, ein bisschen langweilig, wenn ich so hängen bleibe. Hier sind eben so Sachen. Meine Heizung. Dann ist hier mein Fenster. Mit dem Vorhang immer noch. Habe ich schon lange. Dann sieht man hier eine wunderschöne Herbstlandschaft. Mit voll den Blättern. Mein Vorhang. Dann ist hier dieser Teppich, der so pink und so mit einer Fee oder was das sein soll. Und dann ist hier die Decke. Dann fängt ja schon mein Hochbett an. Da ist hier. Oh, mal so ein Umblick. Ja. Dann ist hier mein Hochbett. Hier geht es eben die Leiter hoch. Und dann meine Bettwäsche. Die IKEA-Lampe. Dann ist hier meine Lampe. Oh, sie leuchtet gerade so schön. So mit gebastelten Dingen. Aus Papp und so. Wie so ein Mobili da dran. Mobili. Dann die da. Puppen. Emily Tomorrow. Also mit habe ich jetzt so neue Kissen gekriegt. Und die liegen da. Also diese. Das da. Ja, da liegen diese. So ein Teil, das ist so ein, wie so ein Gameboy, okay, die Seaboard heißt es. Ja, ich wollte noch zu meinem Schrank kommen. Oder so, diesem Schrank. Also, da ist was drin, irgendwie so ein Buch und ist da was von Schleich und so eine Mappe. Auch was von Malen, dann kommt hier sowas. Dann sind hier meine DVDs. Ich habe so eine, eben so eine DVD-Sammlung. Ja. DVD-Sammlung in mein Zimmer. Dann habe ich hier Bügelperlen stehen. Dann hier so ein Buch. Das sind die so DVDs eben. Das ist ein Buch. Dann gehen die DVDs an. Die wilden Hühner, Twilight, Cola-Film. Den habe ich mir mal gekauft. Haus der Krokodile, Wunschpunsch, Hexadilly, Honey Nanny, Wings, Sapirplaut, Vampirschwestern. Auch Barbie-Film für den Nemo und der oder das Geheimnis der Mondprinzessin. Habe ich mir in den Hall gezeigt. Das ist cool. Okay, da oben sind auch so Sachen, Buch und so eine Kiste ist noch PS drin. So, dann ist hier so ein Haus, das steht hier so. Das Haus einfach. Ja, so ein Haus. Das steht hier gerade bei mir. So ganz niedlich, wenn es hier so rumsteht. Sind so Figuren stehen da, das sind so Tiere. Ja. Das habe ich mal zu Weihnachten gekriegt letztes Jahr. Aber ich glaube dieses Jahr, ich bin nicht so LPS. So, das ist ja die Babyschale von Lia. So viele Kuscheltiere habe ich da reingemacht. Das Kissen, der grüne Teppich, das da mit dem Playmobil-Haus. Da so von normalen Puppen was. Und da ist der Sitzsack. Ja, mit Lia drauf und der Body. Ja, sieht. Ich habe den ausgezogen, weil ich finde, die neuen Sachen sollten mal gewaschen werden. Deswegen, ja. Hier. Das ist der Teil und diese Bettwäscheteil. Hier liegt so eine Tragetasche, Kisten, da Kuscheltiere drin. Und da unten, PS, das ist so eine Tasche. So eine Tasche steht schon da. So. Hab ich da reingemacht und da ist noch eine Kiste. So. Dann so ein Hocker habe ich hier. Dann ist dort mein Bücherregal. Schubladen. So Socken liegen da noch. Und ein Auto und dann liegen noch andere Bücher in diesem Fach. Die habe ich immer weggeräumt, weil ich habe es mal so gemacht, welche, die ich lesen will, mache ich einfach hier hin. Dass ich es irgendwann mal schaffe. Ja, also hier stand so eine Figur von der PS, die finde ich ganz süß und deswegen, ja, ist noch ziemlich neu erhalten und ist einfach süß, dass wenn ich das so hinstelle. Dann sind hier so Bücher, Lotterleben. Anjani, boah. Sternchen habe ich auch Conny und das mit Pferd und das.
Da habe ich schon noch so Bücher, aber soll keine Büchersammlung werden. Hier sind CDs von mir, ganz viele CDs über Conny, John Schweib, sowas. Oh, Albert E. ist auch cool. Und die drei Ausrufzeichen ist auch cool. Gut, finde ich. Ja, dann meine Sporttasche. Mein Kleiderschrank mit Postern drauf, Felix Lilly und Baby Blocksberg. Dann, ja, mein Schrank. Dann der andere Schrank ist da. Und da ist so eine Schleichkiste. Ein LPS-Haus. Das habe ich vor längerer Zeit gekriegt. Also schon ein bisschen länger her. Ja, das habe ich auch schon lange. Also sowas. Das habe ich auch mal gekriegt. Dann sieht man hier meine Decke, sie ist weiß. Ja. So, dann ist hier noch sowas. Und dann wäre mir schon am Ende so angelangt. Hier so eine Lücke. In der Kiste. So Bücherchen da drin. Und da sind so CDs, die ich mir gekriegt habe. Die meisten sind nicht so was für mich, finde ich. Ja, ist ganz schön lange geworden eigentlich. Ja, ich bin da so hängen geblieben, da drüben in der Ecke. Jetzt zeige ich nochmal so. Ja, ein Umblick, bla. Ich stehe hier so und, ja, das war meine Roomtour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.